In diesem Video möchte ich Ihnen Powerline vorstellen. Damit können Sie Ihr eigenes Heimnetzwerk aufbauen, ohne Netzwerkkabel zu verlegen. Wer kennt das nicht? Eigene Netzwerkkabel zu verlegen ist aufwendig und teilweise auch nicht erlaubt in Mietswohnungen. Das WLAN stößt häufig an seine Grenzen, wenn zum Beispiel Stahlbetondecken verbaut sind. In dem Fall hier ist Powerline die Lösung für Sie. Es gibt zum Beispiel hier von Devolo die DLAN-Adapter, aber auch andere Hersteller wie AVM bieten Powerline-Lösungen an. Was ist Powerline? Es ist die Datenübertragung über Ihre Stromleitung im Haus oder in der Wohnung. Das heißt also, die Daten werden einfach über das Stromkabel transferiert. Sie können zum Beispiel am Router den Startadapter installieren, also zum Beispiel im Keller. Und in den Räumen, wo Sie dann das Internet benötigen, haben Sie einen zweiten Adapter und können dann dort das Internet nutzen oder wie in dem Fall bei dem Adapter auch dort nochmal ein eigenes WLAN bereitstellen, damit Sie dort auch WLAN-Empfang haben. Die Telekom bietet mit dem Speedport Neo sogar eine eigene Lösung an. Das ist ein WLAN-Router, der mit möglichst wenig Kabeln auskommen soll, wird direkt in die Steckdose gesteckt und hat bereits Powerline integriert. Das heißt, man spart sich hier den Startadapter und das Ganze ist dann kompatibel mit Powerline-Adaptern, die den Homeplug AV2-Standard unterstützen. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Powerline-Lösungen. Hier zum Beispiel ein Set von Devolo, das ist ein Starter-Set, bestehend aus einem Adapter, der in der Nähe Ihres Routers integriert wird, und hier den Adapter, den Sie Ihnen zum Beispiel im Wohnzimmer installieren, mit zwei Netzwerkports, zum Beispiel für den Media Receiver, und besonders bei dem Gerät noch ein integrierter WLAN Access Point. Dann gibt es hier von Devolo weitere Adapter, hier ein aktuelles Modell, hier nochmal ein älteres Modell und wie gesagt das Speedport Neo. Die Einrichtung Powerline ist kinderleicht, also zum Beispiel in diesem Starter-Set ist wirklich Gerät einstecken, zweites Gerät einstecken, Knopf drücken, Knopf drücken, und die Geräte sind dann über die Stromleitung sicher und verschlüsselt verbunden und Sie können sofort das Netzwerk am zweiten Gerät nutzen. Also Powerline, eine sehr einfache und schnelle Lösung, das Netzwerk zu erweitern und das Ganze zum überschaubaren Preis und wie gesagt mit dem Gerät auch noch die WLAN-Verbindung in Ihrem Haus optimieren. Fazit, dieses Powerline-Set ist einfach eingerichtet. Wichtig für Sie zu wissen, es funktioniert nur innerhalb eines Stromkreises. Das heißt also, wenn Sie irgendwie mehrere Zwischenzähler haben oder zwei Wohnungen, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Aber innerhalb einer Wohnung mit einem Hauptzähler funktioniert das Ganze, weil der Stromzähler ist die natürliche Barriere, damit auch Ihre Daten wirklich in Ihrem Haus nur bleiben und das Ganze sicher ist.